Was ist eigentlich Mathematik? Das ist wirklich eine spannende Frage und es ist nicht so einfach zu beantworten. Mein Name ist Andreas Thom, ich bin Professor für Geometrie am Institut für Geometrie an der Technischen Universität Dresden. Wahrscheinlich kennt ihr die Mathematik aus der Schule. Ihr habt euch da mit Zahlen beschäftigt, mit Dreiecken, Objekten, geometrischen Objekten der Ebene oder vielleicht geometrischen Objekten des Raumes. Ihr habt analytische Geometrie betrieben, habt Extremwertaufgaben gelöst, aber was ist es eigentlich, was diese Mathematik ausmacht? Und was kann einen erwarten, wenn man ein Hochschulstudium Mathematik beginnt? Wenn man Mathematik studiert, dann werden wir sehr darauf achten, dass man Begriffe sehr präzise fasst. Das nennen wir Definitionen. Und wir werden einige elementare Schlussfolgerungen und Beziehungen zwischen diesen Begriffen sehr genau festlegen. Das nennen wir Axiome. Und dann werden wir nur mit Regeln der Logik Schlussfolgerungen treffen und herausfinden, was notwendigerweise für Beziehungen zwischen den verschiedenen Begriffen bestehen müssen. Beziehungen, die sich notwendigerweise aus den Axiomen ergeben. Es soll also keine Geschmackssache sein, was wir für wahr halten, sondern wir wollen ganz präzise feststellen, was notwendigerweise wahr ist, wenn man die Begriffe betrachtet und die Axiome für wahr hält. Dadurch, dass es keine Geschmackssache mehr ist, was wahr ist, sondern eine objektive Realität bekommt, ist die Mathematik ein sehr mächtiges Werkzeug. Denn alle Menschen können diese Schlussfolgerung nachvollziehen und für alle Menschen wird diese Wahrheit gelten. Die Mathematik ist dadurch in gewisser Hinsicht eine Wissenschaft des Denkens und vielleicht auch eine Kultur des Denkens, denn überhaupt findet man durch die Mathematik überhaupt erstmals die richtigen Schlussfolgerungen und versteht, warum sie richtig sind. Und gleichzeitig ist es auch eine Kunst des Denkens, denn es ist hin und wieder nicht so einfach, die Axiome auf die richtige Art und Weise zu kombinieren, um auch zu rechtfertigen, dass eine bestimmte Schlussfolgerung tatsächlich gilt. Galileo Galilei hat gesagt, das Buch der Natur oder das Buch des Universums ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, dass es erstaunlich überraschend einfach ist, die Gesetze der Natur, die Gesetze der Physik in der Sprache der Mathematik zu formulieren. Und das gilt nicht nur für die Gesetze der Physik, sondern in gewisser Weise auch für andere Gesetze, die zum Beispiel in der Chemie, Biologie, letztlich in allen Wissenschaften auftauchen. Die Sprache, die wir verwenden, um wissenschaftliche Modelle zu konstruieren, ist letztlich immer die Mathematik. Galilei hat das speziell zum Beispiel bei der Untersuchungen an der schiefen Ebene festgestellt oder beim Wurf, beim schrägen Wurf, wenn man sich also fragt, wo kommt eine Kugel auf, die man mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einem bestimmten Winkel abschießt, dann kann man das mathematisch sehr einfach beschreiben. Man kann einfach ausrechnen und man kann letztlich Vorhersagen treffen, die man dann nachher auch prüfen kann. Natürlich hat man auch ein gewisses Gefühl dafür. Man kann einfach eine Kugel so schießen, dass sie irgendwo ankommt. Und das stimmt in dem Fall dann überein. Es ist überraschend, dass die mathematische Beschreibung des Problems so einfach ist. Physiker haben das aufgegriffen und haben viele Modelle entwickelt. Newton, Maxwell, verschiedenste wichtige theoretische Physiker. Allerdings hat das im 20. Jahrhundert nochmal eine ganz neue Dimension bekommen, als Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat. Eine Theorie, die physikalische Sachverhalte betrifft, die sich schlechterdings unserer Intuition vollständig entziehen. Wir haben einfach keine Intuition, kein Gefühl dafür, was passiert, wenn man zum Beispiel mit halber Lichtgeschwindigkeit unser Sonnensystem verlässt und nach einem halben Jahr wieder zurückkehrt und so weiter und so fort. All diese Gedankenexperimente, die Einstein ausgeführt hat, für diese Experimente haben wir keine Intuition, haben kein Gefühl. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist der mathematische Formalismus. Und der mathematische Formalismus macht Vorhersagen, die man experimentell prüfen kann und die bis jetzt bis zu einer wirklich erstaunlichen Präzision
mit den Ergebnissen übereinstimmen, die man in den Experimenten dann festgestellt hat. Noch schlimmer ist es eigentlich bei der Quantenmechanik. Auch eine Theorie, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts in den 20er Jahren gefunden wurde und die die Welt in mikroskopisch kleinen Bereichen beschreibt. Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg sind die wichtigsten Physiker, die beigetragen haben zur Entwicklung der Quantenmechanik. Und hier ist es so, dass sich die Quantenphysiker eigentlich bis heute ja letztlich streiten, wie man diese Theorie interpretieren soll. Es gibt verschiedene Interpretationen, die Kopenhagener Interpretation, andere Interpretationen. Was keiner dieser Physiker anzweifelt, ist die Richtigkeit des mathematischen Modells, was man gefunden hat, nämlich der Schrödinger-Gleichung bzw. den anderen Beschreibungen der Quantenmechanik. Die mathematische unterliegende Theorie ist immer die gleiche und sie macht präzise Vorhersagen in einem Bereich 10 Nachkommastellen und immer noch macht die Theorie richtige Vorhersagen. Daran zweifelt niemand, wie man es interpretieren soll. Das ist dann schon wieder schwieriger. Und insofern greift die Mathematik Probleme auf, die letztlich unsere Existenz hier in diesem Universum betreffen. Also mit welcher Sprache kann man die grundlegenden Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, eigentlich stellen? Und sehr konkrete Fragen, leben wir im Inneren eines schwarzen Lochs? Welche Rolle spielt Information in der Physik? All diese Fragen kann man letztlich nur präzise formulieren, wenn man eben ein ganz genaues mathematisches Modell hat, von dem man gerade spricht. Und in diesem mathematischen Modell kann man diese Fragen dann stellen. Jetzt ist die Mathematik nicht nur in der theoretischen Physik, die ich jetzt hervorgehoben habe, sehr wichtig, sondern es gibt endlos viele Anwendungen der Mathematik im Alltag. In jedem Smartphone, in jedem Computer steckt Mathematik drin. Wenn ihr ein GPS verwendet, um euch zu lokalisieren, steckt Mathematik drin. Die Verschlüsselung von Nachrichten, wenn ihr eine Kontoüberweisung über das Internet macht, in all diesen Bereichen steckt viel Mathematik drin und das präzise Verständnis der Mathematik macht die Algorithmen, die dazu notwendig sind, so verlässlich. Bilderkennung ist ein wichtiges Beispiel. Künstliche Intelligenz, ein weiteres Beispiel, ein Bereich, der die Lebenswirklichkeit in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr verändern wird. Mathematik ist nicht einfach und gerade das macht es eigentlich spannend. Die Mathematik beschäftigt sich eben gerade mit den Nicht-Trivialen, wie wir als Mathematiker sagen, also mit den schwierigen Kombinationen von Schlussfolgerungen, die dann doch zu überraschenden Aussagen führen, die sich aber notwendigerweise aus den Begriffen, die man betrachtet, ergeben. Wenn man Mathematik studiert hat, Bachelor, vielleicht Master, dann wird man irgendwie anders sein. Man wird irgendwie anders denken. Man hat sich letztlich irgendwie verändert und wird die Welt mit anderen Augen sehen, wird in der Lage sein, objektiver Sachverhalte zu analysieren, vielleicht auch die Sachverhalte zu zerlegen in verschiedene Teilprobleme, die man dann einzeln lösen kann. Das ist sicherlich ein richtiger Ansatz und oft führt er auch zum Erfolg, aber gleichzeitig zeigt es auch die Grenzen des Wissens. Ja, die Mathematik ist nur dort nützlich, wo man irgendwie Modelle finden kann, die mathematisch formuliert werden können. Und insofern gibt es auch wieder eine Grenze des Verstehens, die sich aber gleichzeitig dann auch erklärt, wenn man einmal mehr von der Mathematik versteht. In dem Hohelied der Liebe, im Korintherbrief, steht, Erkenntnis ist Stückwerk. Das ist ein Satz, der mir sehr gefällt, denn er weist gerade auf diese Grenze hin. Ja, die Mathematik und überhaupt die Naturwissenschaft wird nur das erklären, was die Modelle auch fassen können. Das heißt, in diesem Sinne ist es Stückwerk, weil es immer unvollständig bleiben wird. Und Erkenntnis ist aber auch in einem weiteren Sinne Stückwerk, denn insofern sie auf Mathematik beruht, wird es immer so sein, dass wir Stück für Stück argumentieren. Wir müssen jeden einzelnen Argumentationsschritt logisch rechtfertigen. Und insofern ist es ein Prozess, der Stück für Stück vorwärts geht und der aufeinander aufbaut. Dieser Aspekt, dass Mathematik
ein Gedankengebäude ist, was aufeinander aufbaut, was man beginnt im ersten Semester zu entwickeln und dann setzt es sich fort bis ja, zum Ende des Masterstudiums. Dieser Aspekt, dass es so aufeinander aufbaut, macht es sehr schwierig, die Inhalte der höheren Studienjahre auch nur ansatzweise zu erklären. Also viele Sätze, die wir in den höheren Studienjahren beweisen werden, kann man schlechterdings überhaupt nicht verstehen, wenn man die Begriffe nicht versteht, die dort verwendet werden. Und um die aber überhaupt zu verstehen, braucht man Definitionen, die schon vorher erklärt wurden. Das heißt, schon im zweiten, dritten Semester werden Sie Aussagen finden, die können Sie Ihren Freunden oder Verwandten einfach, Sie können sie denen noch nennen, aber Sie können nicht mehr erwarten, dass man das irgendwie verstehen kann. Das ist Teil der Mathematik. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, Mathematik verständlich zu erklären. Das ist eine große Herausforderung, der wir Mathematiker uns immer wieder stellen müssen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick gegeben darin, was Mathematik ist, was es für mich ist. Letztlich, denn jeder Mathematiker hat letztlich wieder einen anderen Blick auf Mathematik. Ich freue mich, wenn Sie sich für ein Mathematikstudium in Dresden entscheiden. Sie können mich gerne anschreiben per E-Mail, ist es vielleicht am einfachsten. Und dann können wir uns über Mathematik unterhalten. Ich unterhalte mich gerne über Mathematik. Melden Sie sich einfach. Bis bald.